Halli, hallo. Und wie geht's denn so? Und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ja, wir haben das Baumhaus endlich fertig. Ja, es guckt auch so ein bisschen. Ja, also man kann es mehr offen versehen, wenn man da oben ist. So, diese Folge. Wollen wir mal gucken, ob unsere Inseltour wirklich startet. Ansonsten nächste Folge. Ja, aber ich denke, das wird schon diese Folge klappen. Es sei denn, es kommt ja irgendwas Grausames auf uns zu. Was ich auch mal diesmal nicht hoffe. Obwohl, es wird ja erstmal dunkel und eine Nachtwanderung. Naja, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. So. Deswegen muss ich auch noch das Ding da fertig bauen. Geht ja schnell. Und wenn wir Glück haben, finden wir vielleicht sogar noch eine Höhle. Also, ja, müssen wir mal schauen. Ich würde da vielleicht sogar mal reingehen, weil, wie gesagt, ich kenne die Höhen in der alten Version so gut wie gar nicht. Also, sind ja tausendmal anders als heute halt, ne? Das ist auch weniger Ausnahmen, denke ich mir mal. So, das Ding habe ich mal fertig. So, dann mache ich schon mal. Jetzt hat er gespeichert und die Dinge reingemacht. Auch nicht schlecht. Ja, das kann man auch mal machen, ne? Gut. Okay. Würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Ich will das mal ausprobieren, wie es da so ist. Dass wir hier die ganzen Ampel wegmachen. So, gespeichert haben wir. Oh. Das ist noch eine Möwe. Ich finde, es sieht schön aus. Ja. Ich spreche ja nochmal. Also ich finde, es hat sich gelohnt. Hier kann man schön aufs Meer gucken. Da sieht man den Wald. Ja, das hat schon was. Also mir gefällt's. Boah, ich glaube, da fällt man dann runter. Ja. Da will ich mal lieber nicht ausprobieren. Wenn es um Thema Fallschaden geht, ist es ja hier ein bisschen anders. Mal wieder runter. Okay. Ich mach mal was. Damit man das Baumhaus auch sieht, mache ich jetzt einfach mal die Dinger hier hin. Okay, da brauchen wir wieder Steine für. Ich glaube, die finden wir auch. Wäre sonst ein bisschen doof irgendwie, aber okay. Man kann ja nicht alles haben und. Ne, ist da hinten noch ein Baumstamm? Wie ist denn der da hingekommen? Boah, der Schatten von uns. Alter Schwede, ey. Ey, nee, jetzt mal ohne Spaß. Wie ist denn der da bitte hingekommen? Okay. Als ob der so weit trollt. Naja, okay. Wenn es ihm so gefällt, dann soll es ruhig so machen. Wir brauchen ja noch einen Stein, habe ich gar nicht bemerkt. Na toll. Ja, das ist ein Stein. Ja. Ich würde mal sagen, wenn unsere. Ja, wir gehen einfach mal am nächsten Morgen los. Würde denn vielleicht mal da drüben lang laufen, weil da gibt es ja auch noch Lurche wegen der Rüstung. Ja, davon könnte ich ein bisschen mehr gebrauchen tatsächlich. Würde ich schon ganz nett finden. Das Ding auch mal an hier. Das ist Lager auch schön hell beleuchtet. Das Problem ist halt, wir locken damit die ganzen Patrouillen mit an und es liegt da hinten ernsthaft noch ein Baumstamm. Guck mal. Jetzt aber warum sind die denn so weit weg hier? Ich verstehe das gar nicht. Das ist ja ganz komisch hier, ey. So, ich setze mich nochmal schnell hin hier. Aber ja, wir können eigentlich auch schlafen gehen. Okay. Was ist gerade? Okay, der ist dann gerade hängen geblieben. Soll ich irgendwie gerade nichts machen? Außer zurückgehen. So, dann probiere ich mal zu schlafen. Ja, eigentlich dürfen wir uns hier oben nicht sehen, aber wir gucken mal. Und?
Ja, es hat tatsächlich geklappt. Das ist mal wunderbar hier. Mal, welchen Tag haben wir eigentlich? Ich glaube, Tag 3 haben wir mittlerweile, war. Dürften, glaube ich, so langsam die normalen Patrouillen hier herumlaufen. Aber bisher habe ich noch... Also erstens kein Geschrei gehört und zweitens keine Taschenlampen gesehen. Und drittens... Das aktuelle ist sowieso niemand hier. Naja, auch nicht schlecht. Ach verdammt, stimmt, der ist ja sofort, ne? Ja, wenn die müssen wir unterwegs irgendwie ein Lager machen. Ich esse einfach mal trotzdem was. Ja, man sollte nie ohne Frühstück außer Haus gehen. Och nee. Alter Schwede, was ist denn hier los? Ich wollte gerade losgehen und dann kommen alle hier, ne? Alter, hört mal auf mit eurer komischen Klaviermucke hier, ey. Wie der da drin läuft. Ist das ein Idiot? Und da hinten rennt noch einer. Der ist tot. Alter, wie sind denn hier, ey? Boah, Hilfe. Ey, was soll denn das? Oh, den will ich nicht schlagen. Lieber weg von dem Baumhaus. Fällt das Ding ja noch um. Ah, verdammt. Der geht weiter. Ich wollte es eigentlich schon losgehen, aber ich kann wieder mal nicht. Und die fressen da drüben wieder. Oh, wo ist der hin? Oh, der schnell. Ne, da hinten ist er. Da ist er. Okay, jetzt verschwindet der. Oh, der ist auch fertig geworden. Na toll. Direkt ein Kampf am frühen Morgen. Okay, der eine. Der eine ist jetzt ganz weit da hinten. Der andere. Der hat noch Bock auf mich. Mann, verschwinde doch mal, ey. Wollte es eigentlich schön losgehen, aber das kann ich ja natürlich wieder mal nicht so. Weil ihr alle wieder hier rumlauft, ne? Oh, schon packe ich da jetzt nicht zurück. Und hier liegt ganz schön viel Alkohol herum. Da sehen wir mal wieder, was so eine Partynacht hier wieder stattfand. Jeder holt nur einen Kopf. Okay. Was ist denn jetzt ein komisches Dreieck da hinten? Ich glaube, ich habe das Triforce gefunden. Hier bin ich jetzt auch nicht so sicher hier. Und zwei Loche. Nehme ich mal sehr gerne mit, auf jeden Fall. Noch ein bisschen Rüstung. Drei sogar. Perfekt. Die Hasen lasse ich jetzt. Aber warte mal. Ach nee, stimmt ja. Man kann ja keine Beeren hier in der Version sammeln. Da geht ja gar nicht. Na, die Lurche reichen ja auch erstmal, glaube ich. Und die Typen, die sind jetzt. Ja, die sind weg tatsächlich. Hier waren wir noch nicht. Ja, hier waren wir noch nicht gewesen, weil hier sind auch ein paar Koffer geschlossen tatsächlich. Öffne ich mal schnell. In die Flughafenkontrolle. Oh, noch ein Lurch. Gleich mal mitnehmen hier. Warte mal, ich ziehe schon mal ein bisschen was an hier. Was ist denn hier los, ey? Da ist ja noch ein Lurch. Wow. Was? Noch einer. Mann, hier ist echt eine Bescherung, du. Weihnachten ist ein bisschen verspätet da. Ja, guck mal hier. Alter Schwede. Ey, also jetzt mal, Boogie, was ist denn jetzt hier los? Der kann doch nicht wahr sein. Ja, Busch hier heute nur Lurche. Mann, jetzt mach doch mal hier so. Und das ist alle oder kommen jetzt gleich noch mehr? Ey, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Was ist denn hier heute los? Das ist noch voll als am Alexanderplatz hier, ey. Wenn es hier so weitergeht. Ja, ich glaube, mehr kann ich auch nicht tragen. Warte mal, wie viel habe ich denn überhaupt noch? Ja, okay, wir sind so voll. Oh, und jetzt kommen jetzt mal eine weiteren, glaube ich. Na, ja, nee, doch, da hinten sind schon bei den nächsten. Ei, Mann, die sind echt Lurche ohne Ende. Was ist denn hier heute los, sag mal? Ich hab noch nie erlebt, ey. Vielleicht 1000 Lurche auf einen Haufen hier.
Das heute ist echt der reinste Lurchtag hier. Krass. Also ich gehe jetzt einfach mal in diese Richtung hier. Wir sind ja mitten in... Ja. Mitten in den Urwald hinein und ich... weiß nicht so genau, was das hier so alles ist hier. Mal gucken. Ach, warte mal, hier ist doch der See, glaube ich, war da vorne. Ja. Glaube ich jedenfalls. Boah, und jetzt hier mitten im Nebel durch den Wald. Krass, ey. Ach, guck mal, die Sonneneinstrahlung, ey. Das sieht schon geil aus. Das sieht ja schon geil aus. Ja, und natürlich, es regnet auch wieder. Ah, toll. Oh. Die Seemusik. Sehr schön. Hm, das war was Angenehmes. So, wo bin ich denn jetzt hier genau? Wo bin ich denn jetzt hier genau? Ah, okay. Da ist noch ein Zeltlager und... Stimmt, hier ist ja auch die Höhle, ne? Warte mal, war die auch damals hier? Warte mal, da muss ich mal gucken. Das ist in der neueren Version, ist ja hier und... Das auch hier ist, ist auch schon hier gewesen. Warte mal, ich gehe mal lieber von hier oben rein, weil... Da auf den Stein zu springen ist fast unmöglich. Also. Weißt du was, ich gehe jetzt einfach mal kurz rein hier. Das mal genauer angucken. Alter Schwede, ey. Ob ich höre das Feuer immer noch, ne? Ah, ganz toll. Ja, hallo, komme ich hier? Okay. Ich habe keine Ahnung, wo diese Höhle hinführt, aber... Mal gucken. Moment mal. Ist ja Wasser. Okay. Ob ich auch so wieder zurück... Warte mal, das muss ich mal... Ob ich komme tatsächlich auch wieder zurück, das ist ja interessant. Wo ist denn die Wasser drinne? Okay. Da. In der Jesus hier kann durch Wasser durchrennen. Ganz toll. Alter, was ist denn das hier? Warum geht denn immer tiefer hier runter? Was ist denn das ein Keller hier, ey? Wo ist mein Keller auch? Na gut, eigentlich nicht, aber. Das könnte mein neuer Keller hier werden, ne? Alter Schwede, ey. Keine Ahnung, wo ich hier bin, ne? Für Höhlengeräusche hier. Also was sind das hier eigentlich? Was ist das? Wasser sein oder... Keine Ahnung, Alter. Wenn ich das jetzt hier bewege, würde ich am liebsten gerne wieder rausgehen. Weil erstens geht das sowieso nur geradeaus hier und zweitens... Ist ja gar nichts. Also ich weiß ja nicht mal, ob man hier was findet. Also das ist ja ganz toll, ey. Ach du Scheiße. Oh nee, es gibt mehrere Wege, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ja toll, da geht es noch tiefer runter. Das ist ja... Das ist wirklich wunderbar hier. Ach du Scheiße, ey, wo lande ich denn hier bitte? Oh, ich glaube, da geht's auch noch irgendwo hin. Ah, ich halte mich mal links. Ich halte mich mal links. Ja, weiß auch nicht warum, aber irgendwie fühle ich mich da ein bisschen sicherer als rechts irgendwie gerade. Warte mal, ich will mal kurz was machen. Ach, guck mal, jetzt ich. Ja, ich sehe ja wirklich viel, ey. Dann sind wir auch schon auf ganz hoch. Der hier vielleicht? Nein. Okay. Muss ich wieder so machen. Ach komm, lass mal beim Original. Original ist mal das Beste, so. Alter, was ist denn das jetzt hier, ey? Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Und ich glaube, ich habe einen Weg gefunden.
Oder? Ja, hier geht es offenbar irgendwie wieder hoch. Ja, was ist das denn jetzt hier? Ich habe keine Ahnung und... Ach, Kacke, ist eine Sackgasse, ey. Ja, ganz toll. Okay, eigentlich müssen wir es nur noch an rechts halten. Warte mal, wenn ich den Hauptweg wieder finde. Ja, der ist hier. Was passiert, wenn ich... Ich weiß es nicht so wirklich, ey. Ich gehe einfach mal noch tiefer rein. Warte mal, ich muss mal... Ich nehme mal die hier. Oh, guck mal, die ist 1000 mal besser, ey. Ich bin bei der Taschenlampe, ganz ehrlich. Aber noch schnell was essen hier. Ja, guck mal, die Taschenlampe ist 1000 mal besser. Ist das komische Feuerzeug da? Nehme ich gleich den hier. Aber jetzt mal im Ernst, was ist das für eine Höhle hier? Hier ist ja nix. Gar nichts. Also, ja. Ich habe da wirklich keine Ahnung. So. Nee, ist doch nicht zu Ende. Da geht's noch weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier ankomme. Oh nein, ich glaube, da ist eine Sackgasse, ne? Warum geht's denn nicht mehr weiter, ey? Da kann ich ja gleich den ganzen Weg wieder zurückgehen. Das ist ein bisschen enttäuschend. Na gut, gehen wir halt wieder zurück. Kann man ein bisschen. Ja, dann dauert das Ganze hier nicht so lange. Okay, wir müssen eigentlich nur noch rechts laufen. Also außer dem Weg da rechts jetzt gleich. Wir sind ja eigentlich vorhin links lang gegangen. Die ganze Zeit. Also in der Hoffnung, dass ich überhaupt wieder raus bin und sag mal, warum läuft denn der Typ hier nicht, ey? Hallo? Ja, Mann, der kann nicht mal so einen Stein hier hochklettern, ey. Und das ist ja halt gerade mal aber so wie so eine Fußmatte hier, aber der schafft das ja trotzdem nicht. Okay, da waren wir gerade gewesen. Ja doch, da waren wir gewesen. Halt nur die Frage, gibt es hier noch irgendwas? Also, ich glaube, man findet hier drin nichts. Ich glaube, das ist einfach nur irgend so eine... Einfach so eine stinknormale Höhle einfach. Okay. Da komm, ich glaube, ich gehe wieder raus. Irgendwie weiß ich nicht. Finde ich das ein bisschen ganz komisch hier. Wo geht's denn da eigentlich hin, sag mal? Ich glaube, da geht's wieder raus, ne? Ja, doch. Doch, 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 da geht's wieder raus, garantiert. Steine, ey, die regen mich gerade ein bisschen auf hier. Ja, also... Na gut, es gibt dann noch ein paar andere Höhlen auf der Insel. Mal gucken, ob wir noch eine weitere finden. Aber ich denke mal schon. Es sind da auch mal ein paar Gegner drin. Ja, den anderen Weg wollte ich jetzt nicht mehr lang gehen, weil irgendwie... Also ich glaube wirklich nicht, dass hier nur irgendwas drin ist. Ich glaube das einfach nicht. Ja, siehst du, jetzt sind wir wieder draußen. Also gleich. Ja, da sind wir gerade wieder durch das Wasser durchgegangen. Warum auch immer da Wasser ist, aber gut. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Aber egal. Ach, guck mal, ist sogar noch tags. Da können wir noch ein bisschen so die Insel erkunden. Huch, einmal Alarm mit und da ploppen gerade Sachen auf. Das Feuer immer noch. Aber wenn das Geräusch mal hier weg ist, weiß ich nicht. Ja, ich würde mal sagen, das reicht auch für die Folge. Also ich muss zugeben, die Höhle...
Ja, war mal interessant, so eine Höhle von damals zu sehen, aber die hat mich ein bisschen enttäuscht. Da war ja gar nichts gewesen, außer, ja, Dunkelheit und Leere. Sonst war da halt nichts. Aber das mit den Leuchten fand ich toll heute, das muss ich zugeben, ne? Also war ich ja Leuchttag heute. Ja, und in der nächsten Folge würde ich sagen, erkunden wir nochmal ein bisschen weiter hier die Gegend. Da finden wir sogar noch eine Höhle, das kann ja auch möglich sein, ne? Mal gucken. Bis dann auf jeden Fall. Tschüss.